Die Saison in Deutschlands höchster Football-Liga, der GFL 1, ist schon längst abgesagt worden. Die Panther und andere Teams der GFL 2 hatten bis zuletzt gehofft. Die Corona-bedingten Beschränkungen der Politik lassen aber wohl keinen Spielbetrieb zu. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit also wird auch die GFL 2-Saison noch in dieser Woche abgesagt werden müssen. Football ist in der Beziehung vielleicht nicht ganz normal. Wenn wir hier mit 30 Leuten trainieren können, da wären die Fußballer vielleicht schon froh. Wir dürfen aber momentan überhaupt keinen Wettkampf gestalten und wir dürfen nur mit 30 Mann trainieren, wobei einem Football-Team schon aus 50 bis 70 Spielern bestehen kann. Und genau das macht regulären Spielbetrieb unmöglich. Die Hoffnung der Panther und der anderen GFL 2-Teams war bis zuletzt, dass es möglicherweise doch noch kurzfristig Lockerungen der Corona-Auflagen geben könnte. Jetzt wohl das Saison aus, das die Panther aber nicht in den Ruin treiben dürfte. Die gute Arbeit des Vorstandes der letzten 3 Jahre, wo wir den Verein entschuldet haben, das kommt jetzt natürlich uns gut zu tragen. Andersrum gesehen, kochen wir das Ganze natürlich gerade für die erste Mannschaft auf Sparflamme. Das heißt, wir haben ganz früh im März schon unsere Importspieler wieder nach Hause geschickt, weil wir diese Gefahren und Kosten nicht absehen konnten. Im Nachgang war das natürlich genau die richtige Entscheidung. Schade, dass wir also auf Panther Game Days dieses Jahr verzichten müssen, denn das Team selbst wäre wohl in ansprechendem Zustand gewesen. Fit schon, weil wir haben ganz viel Kondition machen müssen in die Zeit, wo wir keinen Kontakt hatten. So, da war eigentlich ganz viel Lauftraining und Konditionstraining. So, trotzdem in die 3 Monate, wo das quasi keine Training startet ist, ist nach das Offseason ist das wohl runtergegangen, aber fit sind wir schon, ja. Auf ein neues dann in 2021.